Hallo Fahrradfreunde, heute habe ich euch das brandneue 2022er Cube Analog mitgebracht. Cube hat für 2022 den Analograhmen nochmal komplett überarbeitet und noch ein bisschen mehr Raffinesse mitgegeben, was sich zum Beispiel in dem Smooth Welding Verfahren bei Steuerrohr und Sattelrohr wiederfindet. Das führt dann nochmal zu einem deutlich cleaneren Look, auch dass die Züge natürlich innen verlegt sind am Rahmen, seht ihr ganz schön, dass das insgesamt alles sehr clean gehalten ist. Aber auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch noch eine gewisse Alltagstauglichkeit gegeben, da Cube natürlich auch wiederum daran gedacht hat, dass genügend Montagepunkte eben für Schutzbleche etc. vorhanden sind. Also ihr könnt das Rad auch komplett mit fest befestigten Schutzblechen und sogar einem Gepäckträger ausstatten. Dazu kommt noch ein konisches Steuerrohr, das ist halt auch so in der Preisklasse bzw. in der Ausstattungsklasse nicht unbedingt selbstverständlich. Konisches Steuerrohr bedeutet, dass der untere Durchmesser ein bisschen größer ist als der obere Durchmesser. Dadurch habt ihr ein bisschen besseres Handling beim Rad und eine etwas mehr Lenkkopfsteifigkeit. Und was halt auch ganz schön ist an dem Rahmen, ist, dass er halt auch schon für eine Dropper Post vorbereitet ist. Also ihr seht es vielleicht, da vorne auf der Seite ist so eine Öffnung. Da könnt ihr auch nachträglich noch eine versenkbare Sattelstütze einbauen, falls ihr ein bisschen fortgeschrittener Mountainbike fahren wollt. Also auch dafür ist der Analograhmen inzwischen vorbereitet. Ein kleines Detail, was Cube jetzt noch bei dem Analog auch mit integriert hat, ist eine zur Flat-Mount-Aufnahme des hinteren Bremssattels passende Aufnahme für einen Seitenständer. Also hier könnt ihr auch wirklich schön clean integriert nochmal einen Seitenständer mit anbringen, sodass ihr das Rad halt wirklich komplett alltagstauglich ausstatten könnt. Also da kommt Cube auch dem Einsatzzweck des Rades auch sehr entgegen, aber das sage ich dann zum Schluss nochmal in der Zusammenfassung ein bisschen genauer. Was natürlich nicht vergessen werden darf oder was jetzt vielleicht auch nicht offensichtlich ist, ist, dass Cube auch das Oberrohr in der Geometrie noch ein bisschen abgesenkt hat, was nochmal ein bisschen mehr Sportlichkeit und vor allem eben auch ein bisschen besseres Handling nochmal ans Rad bringt. Wobei es ja ohnehin schon so ist, dass vor allem Cube eben mit dieser Agile Ride Geometrie bei den Hardtail MTBs in dem Segment schon auch wirklich immer sehr viel Wert darauf legt, dass das Rad gut handelbar ist und immer gut zu steuern, aber gleichzeitig auch sportlich und wendig. Soviel erstmal zum Rahmen. Schauen wir noch mal ein bisschen auf die restliche Ausstattung. Wir haben bei der Federgabel natürlich für einen Cross-Country Hardtail typische 100 mm Federweg. Das ist eine RockShox Judy, die verbaut ist. Die ist eine Judy Silver TK Coil. Das bedeutet, dass sie noch über eine Stahlfeder funktioniert. Die könnt ihr zwar auf der einen Seite einstellen und auf der anderen Seite auch komplett blockieren, hat allerdings den Nachteil, dass es eben mit einer Stahlfeder noch ein bisschen mehr Gewicht ans Rad bringt und nicht immer so sensibel anspricht, wie beispielsweise eine Federgabel mit Luftkammer. Also hier ein kleiner Abstrich vielleicht bei der Gabel. Also bei der Federgabel seht ihr, bietet sich eigentlich noch ein bisschen Tuningpotenzial. Aber die restlichen Anbauteile gefallen mir eigentlich so an sich schon ganz gut. Auch die Schaltgruppe ist zeitgemäß eine moderne Mountainbike-Schaltgruppe, die SRAM Essex Eagle, habt ihr hier komplett verbaut. Also vom Schalthebel über die Kurbelgarnitur, über das Schaltwerk selber natürlich. Als Einfachausführung, wie das halt eben auch zeitgemäß ist, seht ihr schon, dass die Reise auch beim Analog so ein bisschen näher in Richtung Gelände geht. Bei der Abstufung habt ihr ein 32er Kettenblatt vorne in Kombination mit einer 11-50er Kassette, also 11 das kleinste Ritzel und 50 das größte. Das ist schon eine relativ breite Auswahl an Gängen, die euch da zur Verfügung steht, sodass ihr eigentlich auch weder im Alltag noch im Gelände damit irgendwelche Probleme habt. Also das Rad ist da auch von den Übersetzungsverhältnissen her schon extrem flexibel aufgestellt. Wie gesagt, das Schöne dabei ist, dass ihr die gruppenreine SRAM Essex Eagle hier verbaut habt. Und das Schöne wiederum auch ist, dass so eine Einfachgruppe auch den Lenker entsprechend aufgeräumt hält. Was bei einer modernen Hardtail auch nicht fehlen darf, ist natürlich eine vernünftige Bremsanlage. Hier ist es die Shimano MT200 mit 180er Bremsscheibe vorne und 160er hinten, eine hydraulische Scheibenbremsanlage. Die funktioniert erstmal soweit zuverlässig, ist allerdings jetzt auch in der Shimano-Hierarchie, gibt es da auch noch kräftiger zuweisende oder bissigere Bremsanlagen als die MT200. Allerdings finde ich, dass es halt auch hier für den Einsatzzweck immer noch angemessen ist. Werfen wir noch einen Blick auf Laufrad und Bereifung. Die Laufräder sind Alex Rims von Cube gelabelt, Aluminium-Hohlkammer geöst, schon relativ stabil das Ganze eben auch, vor allem sehr robust. Sind jetzt vielleicht auch nicht die leichtesten, aber dafür werdet ihr damit kaum Probleme bekommen. Das Ganze steht auf
2,25er Schwalbe Smart Sam Reifen und das ist halt eigentlich auch so ein Klassiker. Also erstmal von der Breite 2,25 passt auch wieder zum Einsatzzweck Cross Country. Und zum anderen ist der Smart Sam so vom Profil her eigentlich ein ziemlicher Allrounder. Der lässt sich halt auch auf befestigten Wegen ganz gut abrollen und gleichzeitig hat er durch das tiefe Profil auch ordentlich Traktion im Gelände. Also hier auch wieder sehr flexibel vorbereitet für einen flexiblen Einsatzzweck einfach. Lenker, Vorbau, Sattelstütze, Sattelgriffe kommen auch wieder alle von Cube aus der hauseigenen Zubehörlinie. Ist alles aus Aluminium. Der Venice-Sattel ist ein bisschen mehr gepolstert, als es vielleicht notwendig wäre, aber das ist dann natürlich am Ende immer Geschmackssache. Ein paar Schraubgriffe hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, aber ansonsten ist eigentlich auch alles adäquat passend zum Rad mit dem Aluminiumlenker, Aluminiumvorbau. Der Lenker ist halt mit einem ganz, ganz leichten Rise. Das heißt, die Sitzposition fällt schon etwas sportlicher aus, passt halt auch wieder zum insgesamt eigentlich eher sportlichen Charakter des Rades. Falls ihr also ein sportliches, aber flexibles Hardtail-Mountainbike sucht, was ihr vielleicht auch im Alltag nutzen wollt, was ihr alltagstauglich ausstatten könnt, dann ist vielleicht das Cube Analog genau das richtige Rad für euch. Das Schöne ist, es dürfte eigentlich wirklich jeder was Passendes finden, weil Cube das Rad ja in den sogenannten Size-Split anbietet. Size-Split bedeutet, dass die kleinen Rahmengrößen 14 und 16 Zoll dann mit 27,5 Laufrädern kommen, also 27,5 Zoll dann dementsprechend kleinere Laufräder, passender zu den kleinen Rahmen. Und alles ab 18, 20, 22 bis 24 Zoll Rahmengröße hoch ist dann, wie es hier steht, mit 29er Laufrädern. Das Modell, was ich jetzt hier rausgesucht habe für die Präsentation, ist ein 18 Zoll. Da könnt ihr auch schon ungefähr die Proportionen so ein bisschen ablesen. Das Schöne ist natürlich auch, dass es zwei Farbvarianten gibt, einmal so wie es hier steht, in dem Grau-Schwarz mit den roten Akzenten. Und die andere Farbvariante nennt sich dann Flash Lime and Black. Das ist so ein knalliges Gelb, möchte ich mal sagen. Genau, also da sollte eigentlich jeder auch das passende Analog finden für seine Bedürfnisse oder auch vor allem für seine Körpergröße. Insgesamt, wie gesagt, eine Empfehlung für uns, auch für den derzeitigen Preis von 849 Euro, ist es preisleistungsmäßig eigentlich auch für das, was es bietet, also mit dem modernen Rahmen, der guten Schaltgruppe, eigentlich schon sehr gutes Aluminium-Hardtail für alle, die entweder ein gutes Einsteigerrad für den wirklichen Geländeeinsatz suchen oder eben halt, wie gesagt, was Flexibles für den Alltag durch die vielen Kontaktpunkte oder Montagepunkte für Alltagsausstattung auch wirklich eine Empfehlung. Insgesamt, wie gesagt, tendiert das Rad so ein bisschen mehr in Richtung Sportlichkeit. Also alle, die sportliche Tagestouren fahren wollen, sollten sich das Analog auch mal ein bisschen näher anschauen. Könnt ihr gerne bei uns in den Stores machen. Kommt ihr vorbei, setzt euch mal drauf, macht mal zwei, drei Proberunden. Könnt auch unsere Mitarbeiter, unsere Lucky Guides danach ein bisschen genauer ausfragen. Draufsetzen, losfahren, eigenen Eindruck holen, ist immer so das Beste, was man machen kann. Wir müssen allerdings noch anmerken, dass durch die derzeitigen Lieferschwierigkeiten oder Schwierigkeiten in den Lieferketten es dazu kommen kann, dass die Räder im Detail mit etwas anderer Ausstattung bei uns in die Läden kommen. Also das hängt einfach mit den durch Covid verursachten Lieferschwierigkeiten auch bei den Herstellern zusammen. Wir hoffen, dass euch das Rad genauso gut gefallen hat wie mir. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch mehr von unseren Rädern sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne ein Abonnement da lassen. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Rad, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare, da freuen wir uns auch immer drüber. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis bald und ciao bei Lucky Bike TV.